Geisteralarm des Tages. Herzlich willkommen bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Preisalarm des Tages. Und heute wir haben etwas, was, ohne was können wir in unserem Garten nicht pflegen. Ja, das ist unser elektrischer Luftkissen-Rasenmäher. Ich finde wirklich schön, was das nimmt keinen Platz zum Beispiel in der Garage, wiegt gar nichts und rasiert unseren Garten sehr, sehr schön. Ohne ihn zu berühren, wenn man so möchte, können Sie jetzt Ihren Rasen mähen. Und was so ein bisschen abenteuerlich, so ein bisschen futuristisch klingt, hat hier ganz einfach Methode. Es baut ein, oder dieser Rasenmäher baut ein Luftkissen auf. Dementsprechend haben Sie jetzt eben nicht gerade bei einem feuchten Rasen diese Spuren von diesen Rädern drin. Und wenn Sie mal eine Böschung rauf oder mal runter mähen möchten, ist das mit einem normalen Rasenmäher eigentlich kaum noch zu handhaben. Hiermit funktioniert das ganz hervorragend. Unsere Kollegin zeigt Ihnen das hier mal, wie das im Garten aussehen kann. Und eigentlich schwingst du diesen Rasenmäher, diesen Luftkissen-Rasenmäher, wie so eine Sense. Ja? Man kennt das schon mal vom Feld, wenn da also Ähren oder was abgeschnitten werden, dann macht man das wie mit einer Sense ganz gerne aber mal. Ohne Kraft. Das hier funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Und dadurch, dass eben der Luftkissen-Rasenmäher eigentlich keinen wirklichen Kontakt mit dem Rasen, mit dem Boden bekommt, sondern nur die Messer, das eigentliche Schnittgut, in diesem Fall den Rasen abmähen, sieht das natürlich auch entsprechend gut aus. Das Schnittgut, was übrigens abgeschnitten ist, bleibt ganz einfach auf dem Rasen drauf. Das ist ein natürlicher Dünger, besser als jeder Dünger, den Sie normalerweise im Fachhandel kaufen können. Ein fantastisches Gerät, und damit Sie das auch mal live gesehen haben hier bei uns im Studio, haben wir natürlich auch mal einen angeschlossen, den werde ich Ihnen gleich mal zeigen. Für mich aber unabhängig davon, dass man hier keine Reifenspuren vom Rasenmäher hat oder dass man hier auch mal eine Böschung hervorragend mit abmähen kann, haben wir natürlich jetzt hier also auch eine Kante, die deutlich besser auch mal an Steinkanten oder was herangeht, mal an die Heckenkante und so weiter heran. Also du kannst damit sehr, sehr präzise zu Werke gehen. Und Diana, du hast vollkommen recht, ich will nicht sagen, der wiegt gar nichts. Aber der hat wirklich ein so geringes Gewicht, wenn ich den mal mit einem klassischen Elektrorasenmäher oder noch schlimmer mit einem Benzinrasenmäher vergleiche. Die Dinger wiegen gut und gerne, also auch schon mal schnell 20, 30 Kilo. Ja. Und die musste mal eine Böschung hoch oder erstmal durch ein hohes Gras durchschieben. Ich zeige Ihnen das mal, wie das live, oder ich zeige Ihnen das mal live hier bei uns im Studio. Verlängerungskabel dran. Übrigens ganz kurz, wir haben hier natürlich auch eine Kindersicherung. Ich kann jetzt hier ziehen, so lange wie ich will, da passiert gar nichts. Erst wenn ich ihn hier quasi entsichere, dann kann ich das gute Stück anschmeißen. Das mache ich jetzt einfach mal. Zack. So geht er an. Und jetzt können Sie hier. Hier. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch hören können. Ich versuch's mal. Ja. Du kannst natürlich jetzt hier drüber gehen. Und Sie haben das gesehen. Sie grundsätzlich fliegt. Ist es so, dass ich selbst über einen Teppich drüber mähen kann, was natürlich im ersten Moment absurd ist. Aha. Aber Sie merken, dass hier das Messer bzw. der komplette Rasenmäher, der Luftkissenrasenmäher, überhaupt keinen Kontakt zum Boden hat. Und die Messer können Sie auf 1 Zentimeter oder auf 2 Zentimeter Schnitthöhe einstellen. Viele machen das gerade jetzt, so den ersten Schnitt oder mal den zweiten Schnitt. Da macht man den Rasen jetzt, wo es noch so feucht ist, wo noch so viel Unkraut und so weiter drin hängt. Vielleicht nicht gerade ganz so flach. Erstmal mit einer hohen Schnittkante mit 2 Zentimeter anfangen und dann vielleicht noch mal mit 1 Zentimeter drüber gehen. Das machen Sie einmal im Frühjahr und danach reicht 1 Zentimeter Schnitthöhe und der Rasen sieht aus wie ein englisches Grün eines Golfplatzes. So muss es sein. Ja, das stimmt. Aber Sie müssen wirklich schnell sein, weil haben wir unseren Sonderpreis heute. Das ist 89,99 €. Bei Pearl.de, das ist 140 €, was schon super günstig für einen Rasenmäher. Aber heute, Sie sparen noch mehr. Aber nur bei Pearl TV. Sie rufen uns an und sagen die Bestellnummer NX 5016 und die 569. Und nochmal, Sie zahlen nur heute bei Pearl TV 89,99 € für elektrischer Luftkissen-Rasenmäher. Also das ist wirklich super, wiegt gar nichts, nimmt keinen Platz. Und Entschuldigung, Rasenmäher für weniger als 90 €. Was ist das? Ich habe das noch nie gesehen. Bitte schnell sein, pflegen Sie Ihren Garten, genießen Sie diesen Duft. Ich liebe diesen Duft, diesen frischen Gras. Also viel Spaß euch.